Shiny Emolga schenken. Ich will kein Shiny Emolga. Beachte das Zeitlimit. Ah, okay. Ich habe schon überlegt, was war denn das letzte, aber das war das, genau. Cool, ich bin wieder oben gelandet. Und ich habe das Level auch schon wieder fast durch hier. Ich sag ja, Atlantis Aquaria geht, glaube ich, am schnellsten. Jedenfalls von den letzten Level natürlich. Ja, Pokémon ist cool, bis auf die fünfte Gen. Na gut, Zaplan kann bleiben. Die fünfte hat echt einige seltsame Pokémon, aber ich finde sie gar nicht so schlecht. Ich war jetzt auch vom... meinst du, Nintendo produziert, sorry, den... Na, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob sie nachproduzieren. Die einen sagen, es ist Limited Edition und die anderen sagen, nee. Weiß man nicht, ja, das ist... Kann man nicht so... Ja, auf der englischen Website stand schon mal, momentan nicht lieferbar, wird aber wieder verfügbar sein. Von daher, ich weiß es nicht. Wer weiß. Und HBK bekommt ein Shiny Unratütox. Ich mag dieses Pokémon nicht. Es ist halt einfach eine Mülltüte. Ich habe eine Pokémon-Folge von dem Anime gesehen und seitdem finde ich es eigentlich ganz knuffig. Und das Shiny Unratütox sieht auch ziemlich cool aus, aber das normale, Wie man sie spielt, M-Ray mit Life Orb? Was ist denn M-Ray? Oh Gott, diese englischen Begriffe, I don't know. Wir lassen Nintendo doch Nintendo sein. Aber ich kann halt trotzdem sagen, dass ich Unratütox nicht gerade ein dolles Design finde. Oder dass ich halt nicht so unbedingt mag, dass halt man aus einer Mülltüte ein Pokémon gemacht hat. Ich weiß, Pokémonifizierte Objekte gab es schon seit der ersten Generation, aber trotzdem. Real Diesel LP? Willkommen beim Stream. Was für ein Mikrofon ich habe. Kannst du unterhalb des Streams lesen? Da ist mein gesamtes Equipment aufgezählt. Willkommen beim Stream. Nochmal. Ich mag Unratütox am zweitmeisten aus der fünften Gen. Interessant. Ich mag keinen Müllsack, ich mag Unratütox. Mega Rayquaza. Ja. Ich habe gestern auch mal wieder einen Pokémon-Kampf ausgetragen online, also so ein Zufallskampf, wo man drei Pokémon einsetzt. Natürlich hatte mein Gegner rein zufällig einen Rayquaza dabei und einen Mewtwo. Ich habe den Kampf trotzdem gewonnen. Ich liebe es, wenn Leute die Legendären um die Ohren hauen, aber dadurch keine Ahnung haben, was sie eigentlich tun. Ja. Und du dann irgendwie mit einem ganz einfachen Pokémon die dann aushebelst. Ja. Mein Voltula hat die einfach alle zusammen aus dem Rennen gehebelt. Richtig. Was tust du da? Ist ja das, was ich dir auch, was bei mir auch das einmal gewesen ist, mit Voltula und dann einfach, oder weiß ich nicht, Voltula oder Kapilz, ich weiß nicht, eins von beiden auch. Und dann hat der eine dann irgendwie gemeint, ups, da ist meine Internetverbindung rein zufällig abgebrochen. Ist ja scheiße, wenn sich ein Japaner von einem Deutschen platt machen lässt mit seinen Shinies. Oder merkst du halt immer, Legis meine ich, nicht Shinies. Wenn du den Kampf beginnst und siehst schon ein legendäres im gegnerischen Team, dann weiß ich schon, okay, das wird ein kurzer Kampf. Das wird ein Rage Quit. Rage Quit oder ein sehr einfacher, lustiger Kampf. Genau. Weil Legis in Online-Kämpfen einsetzen, das ist so lame. Dann. Ach, ich bin doch blöd. Das bringt mir doch so gar nichts. Ja, war er auch, aber deswegen hat er legendäre eingesetzt in der Hoffnung, ey, jetzt bin ich voll OP, jetzt kann mich keiner besiegen. Kann man jemand Kiki in die Decke umwerfen? Nein, mein Schild ist wieder abgestürzt. So. Denn Kiki ist kalt. Hey, gegen Latios sollte man nichts haben. Ich bin generell nicht so ein Fan von Legendären im Competitive Play. Ich weiß nicht warum. Irgendwie. Hey, ich auch nicht. Ich meine, mag sie auch nicht im Spielverlauf ein. Das ist cool. Die damals ist echt HBK Skara, dass das Mewtwo und den Rest vernichtet hat. Richtig Rissmacher. Gibt's noch als Highlight den Kampf? Was ist Smash? Lederking ist böse. Lederking ist richtig böse. Oh ja. Ist mir mal passiert, als ich in Smash mit Link einen Ganondorf gezweistockt habe. Nicht schlecht. Ich habe mein Schlappohr, das ist super. Das kann gut sein. Ich weiß nicht, ob es jetzt so von der Zahl her das nächste wäre. Ach, das war Atlantis Aquaria schon nicht. Okay. Ich hab nichts gesagt. Gehen wir mal ins Schneelevel. Du mit deinem Mega-Flunkiefer. Ach ja, es ist 19.30 Uhr, Sabi. Ja, ich sehe es. Ich will jetzt aber noch so 10 Minuten bleiben. Ja, Sabi bleibt. Berlin schneit. Ja, da ist Berlin, eindeutig. Genau. Super Mario 64 kennt man, ist in Berlin. Spielt in Berlin. Richtig. Berlin Tag und Nacht. Boah, hör mir auf mit dem Schrott. Ich hab's noch nie geguckt, ich will es nie gucken. Ich auch nicht, aber es ist halt, glaube ich, so ziemlich typisch
ich sag mal Asichi vor. Ich weiß es nicht, Ahmed. Irgendwie kommt es gerade mit dem Stream, den ich gepop-outet habe, nicht wirklich hin. Was? Die Kommentare oder was? Oder was meinst du jetzt? Nee, nee, dass er uns abstürzt. Ach so. Irgendwie reagiert Chrome da manchmal nicht. Da steht dann nur so, Chatfenster reagiert nicht mehr. Also. Spielst du auf der Originalkonsole? Wie, was oder original? Ich spiele auf dem N64. Ganz, ganz original. Mega Melo-Tick. Oh. Hab mir irgendwie bis jetzt kein Mega gezüchtet. Irgendwie haben die mich nie wirklich gereizt bis jetzt. Muss man auch nicht unbedingt. Ich vergesse sie vor allem immer. Ich setze die Pokémon dann ein und vergesse dann einfach die Mega-Entwicklung, weil es gehört für mich auch nicht wirklich ins Competitive irgendwie. Die sind so OP, die Viecher. Hm. Ich finde Mega-Evolution okay, aber vielleicht sollte man es aus dem Competitive rauslassen. Ich meine, Mega-Kangama und so. Oh Gott, hör mir auf mit Mega-Kangama. Dieses Drecksvieh. Das ist schön, dass du auch immer auf der Originalkonsole spielst. Hallo Bulli. Ja, was aus RTL und RTL 2 geworden ist. Ich meine, es war noch nicht besonders gut, aber mittlerweile ist es ganz, ganz schlecht. Naja, früher fand ich diese ganzen Shows und sowas cool, wie die 100.000 Mark Show. Kennst du das noch? Oh, Die war awesome. Die war so awesome. Der heiße Draht, das am Ende mit dem Becken und alleine am Anfang der Parcours immer. Ja. Das war so toll. Oder, das lief glaube ich gar nicht darauf, aber obwohl doch, das lief noch auf RTL 2. Kennst du noch Takeshis Castle? Natürlich. Ah, das war so toll. Aber nur das mit dem alten Synchronsprecher, da wo sie es vor ein paar Jahren nochmal neu machen wollten, war das gar nicht mehr. Da war nervtötend bis zum geht nicht mehr. Oh ja. Ja, macht Pro7 Max etwas weg. Oh, naja, ich weiß nicht, habe ich noch nie wirklich geguckt. Warte, du machst einen Isaac Let's Play? Jupp, Abo. Dankeschön. Aber Takeshis Castle, das Originale, war großartig, das stimmt. Ja. Willst du 120 Stars machen? Jupp. Sieht wohl so aus, wenn ich schon bei 85 bin. Weil mit 70 hätte ich ja theoretisch schon zu Bowser kommen können. Aber das konnte ich auch schon mit 50, also. Wer hast denn nicht RTL oder RTL 2? Jupp. So sieht's aus. Achso, und Megas sind nicht schlecht für Competitives. Sie werden halt in ihr Tier gesteckt, dann passt das. Ich kann trotzdem mal so ein bisschen rauslassen. Ich mag's nicht. Ja. Das ist was Persönliches. Ich mag die einfach nicht im Competitive sehen. Takeshis Castle. Alte, schöne Zeiten. Damals. Das geht sogar mit 0. Ja, ich weiß, aber da muss man dann... Mit 0 Stern muss man halt... Das ist aber nur Tool-Assisted. Ah. Speedrun, soweit ich das weiß. Also, ich hab's bisher nur Tool-Assisted gesehen. Hat Sabi einen aktiven YouTube-Account? Ich habe zwar eine, aber wirklich aktiv ist, denn ich mache keine Let's Plays oder so. Sie kommentiert mir nur nett Rayman. Ja. Ich lade ab und zu mal so ein random Video von meinem Hamster hoch, das war's aber auch. Ich habe jetzt keinen wirklichen Channel in dem Sinne. Oh Gott. Ja, natürlich habe ich die. Nochmal was? Ja, das geht sogar mit. Yo, und der hat Weltrekordgeschwindigkeit für 120 Stars, Minecrafter. Wäre ich? Nein. Ja, hast recht, die machen mit 0 Stars auch alle Tasks, genau. Einfach weil Mega Mobile das OU ist. Tja. Ist aber so, das haben halt wirklich viele genutzt. Ich meine, ich glaube, jeder hatte einen Mega Flunkiefer bei der letzten World. Also von daher. Hey, Mega Flunkiefer, hey, ist kein Knuddler. Too much love. Nein! Willst du mit Stil die Straße rocken, pack die Hose in die Socken. Okay. Mein Hamster. Aber willst du ohne Prügel raus, dann nimm die Hose aus den Socken raus. Keine Ahnung. Ich will Sabis Hamster sehen. Hamster. Du hast einen Hamster? Ich hab einen Hamster. Ein Hamster? Napp. Ah, auf mich wird Knuddler eingesetzt. Das war sehr effektiv. Ich hab noch nicht viele AP, lass das. Er ist aber schneller als ich. Wer ist schneller als ich? Du wahrscheinlich. Also als er meine ich, natürlich, nicht als ich. Ja. Ist mir gerade so aufgefallen. Was habe ich da gerade gesagt? Widme mich mal wieder meinem letzten 13 Achievements in Isaac. Alles klar, Kiki. Viel Spaß und viel Erfolg.
Danke, dass du reingeschaut hast. Geschaut hast. Reingeschaut hast, stimmt schon. Reingeschaut hast, alles klar. Viel Spaß. War da unten jetzt noch eine rote Münze? Ich weiß es gerade gar nicht so genau. Nein, ich glaube nicht. Wo ist die andere? Wo ist die letzte? Da ist doch garantiert noch eine dritte. Nee. Nee. Sorry, Autokorrektur. Ja, ist kein Ding. Ich nerv momentan die Korrekturfunktion von Amazon, wenn ich nach 3DS-Schutzhülle suchen möchte. Es schlägt mir jedes Mal vor, meinten sie 3DS-Schutzwolle? Schutzwolle? Ich meinte nicht Wolle, Amazon. Hülle. Was denn für eine Schutzwolle? Ich weiß es nicht. Schlägt mir immer Schutzwolle vor. Schraub auf dem Handy, ist kein Problem. Eine Schutzwolle für ein 3DS. Ja. Alles klar. Ach, da hinten hängt sie rum. Alles klar. Ich habe heute die letzte Challenge, Beans, geschafft. Ich bin stolz. Ja, ich habe noch lange nicht alle Challenges oder so geschafft. Ich kann mich erinnern, dass ein Trainer in Sandras Arena meinte, dass man bei Drachen-Pokémon mit Knuddeln und Umarmungen nicht weit kommt. Was ein Noob. Was für ein Vollpfosten. Wahrscheinlich ist er niemals Arena-Leiter. Genau. Garantiert hat er nicht mal einen dämlichen Namen gehabt. Blasien. Hast du eben das mit der Green Shell gesehen, wo du rückwärts gefahren bist? Das ist ein Glitch. Bin ich rückwärts gefahren? Ganz kurz. Okay. Dann war das wohl ein Glitch, ja. Könnte ich ihn ja auch Gangolf nennen. Ja, Gangolf ist es. Ich habe mir die Folge letztens nochmal angeguckt, wo du auf Gangolf getroffen bist. Es ist einfach so ein Abfuck gewesen. Gangolf. Nee, New 3DS Schutzwolle. Amazon, okay, Amazon. Ja. Jedes Mal, heute auch nochmal geguckt, Schutzwolle. Nein! Findet man da überhaupt was, wenn man nach Schutzwolle sucht? Gute Frage. Mal. Das kann ich ja nochmal eben kurz machen. Jo, aber ich würde sagen, wir machen trotzdem mal eine kurze Pause. Denn ich müsste auch mal wohin und du wolltest ja eh noch essen und sonst was alles. Ich will mal ganz kurz nochmal kurz gucken. Dann würde ich sagen, auch wenn ich gerade mitten im Pausenbildschirm bin, aber ich würde hier kurz mal eine Pause machen müssen. Und von daher. Zeit für Rufus! Rufus! Übrigens, HBK, bei. Ein Arbeitskollege meines Vaters heißt Blasius. Oh Gott. Ein Pokémon-Trainer heißt auch Blasius. Richtig. Ich habe auch schon drei Lost-Sachen fertig. Coole Sache. Wie lange streamst du schon? Bin erst seit 18 Uhr dabei. Seit 17 Uhr. Jetzt schon wieder New 3DS XL Wolle statt Hülle. Du, so. Ich auch, Amazon. Aber jetzt würden wir mal kurz Pause machen. Ich habe sogar einen voll krassen Pausenbildschirm hier. Und dann würde ich sagen, ja, bis gleich, Leute. Ich komme dann nach der Verlosung wieder dazu. Ja, mit Tsubasi hat es erfasst, ja. Und genau. Mich so lange am besten. Also, kurzes Päuschen und wir sehen uns dann nachher wieder weiter für ein bisschen mehr Super Mario. Bis denn. Genau. Bla. Hi. Das war richtig, alles klar. Bin wieder da. Päuschen ist vorbei. Tut mir schrecklich sorry, musste aber sein. So, würde ich sagen, machen wir einfach direkt weiter. Ach ja, übrigens, HBK Luck, was? Hi, bin wieder da. Na, das Bild sieht ein bisschen komisch aus in dem Zusammenhang, dass ich halt gerade eine Pause gemacht habe. Offenbar. Aber jetzt geht's weiter. Ein Bla für alle. Ach so, was denn? Wegen Bla. Verstehe. Ich bin geil, warst du schon mal in der Gastromeile? Da haben die so Namen wie Specker, Soßfried oder Christoffel. Nein, da war ich noch nicht. Dankeschön fürs Spoilern, aber das ist okay. Konntest du ja nicht ahnen, aber das ist gut zu wissen, dass die so tolle Namen haben, aber das ist, ich sag mal so, das geht ja noch, das ist ja noch irgendwie speziell, also spezifisch für die Leute dort, aber ganz ehrlich, Gangolf? Gangolf? Hi, Amazubasi.
Hi. Also Gungolf als Käfersammler, ich weiß nicht, das ist irgendwie nicht mal mehr spezifisch. Das ist einfach nur ein seltsamer Name. Und da gab es ja einige komische Namen. Ich meine, Frithjof gibt's auch. Und ich habe mir hier ein paar aufgeschrieben. Gungolf, Eusebius, Abelke, Frithjof, Nestor, Zamir und einfach nur Wim. Das sind alles Namen, die im Pokémon vorkamen. In Pokémon Omega Rubin. Einige Trainer. Das sind Namen von einigen Trainern. Und Gungolf ist halt ein Käfersammler. Du machst da jetzt erst wieder ein paar Schritte zurück. Nein, nein, nein. Nein! Oh, eigentlich nicht weit runtergefallen. So. Irgendwie jetzt ein bisschen komisch, da Sabi gerade nicht da ist. Ich muss erstmal wieder lernen, allein zu streamen. Unterhaltsam zu sein und... Aber ganz ehrlich, die 3 Monate, die ich nicht gestreamt hatte, die merke ich definitiv. Ich bin total außer Übung, was das Ganze angeht. Man muss übrigens hinter dem Pinguin laufen, weil sonst der Schneemann einen runterpustet. Das, was mir schon passiert ist. Eusebius gab es auch im Vertania-Wald, echt? Na gut, früher habe ich auf die Namen nie so geachtet, aber trotzdem. Here we go. Das ist halt mit dem Delay gerade eben. Bei mir war es schon weit vorher. Wir haben jetzt 88 Sterne. Habe ich hier schon... Nein, ich habe mir noch nicht 100 Münzen gesammelt. Zeit, das auch mal in Anspruch zu nehmen. Schau im Iglu nach, genau. Erstmal alle Münzen sammeln und dann ab ins Iglu. Bin ich auch dafür. Asabi wird wohl erst ungefähr so 5 Minuten. Bist am Handy, alles klar, Minecrafter. Wieder da sein. Natürlich fehlt mir Sabi. Warum sollte sie auch nicht? Sabi ist cool. Ich mag Sabi. Wat? Wat, wat? Ich habe keine Ahnung, was hast du für ein Problem mit Bla? Nee, aber Sabi ist jetzt noch nicht da, das stimmt. Er vermisst Sabi. Natürlich, ich brauche einen Co-Kommentator. Irgendwie ist das ein bisschen ungewohnt. Sabi sollte Let's Playen. Ich mag ihre Stimme. Ich mag Sabis Stimme auch, ja. Können wir eher denn gemeinsam sagen, dass sie Let's Playen sollte, aber... Fände ich auch nicht verkehrt. Kannst mich Yellow nennen. Ich kann dich auch weiter Minecrafter nennen, denn ich werde mir das Yellow garantiert nicht merken. Ich werde es versuchen, aber wenn es nicht der Fall ist, dann tut es mir leid. HBK x Sabi? Natürlich, fail Bishi for the win. Quatsch. Ich glaube nicht. Und falls irgendwer fragt, nein, ich habe keine Freunde. Falls das die Frage jetzt irgendwem im Dings im Kopf schwirrte. Ey, wo gibt's denn den Stern? Keine Ahnung. Schau mal im Iglu nach. So ungefähr ist der Titel. Schau im Iglu nach. Aber ich glaube, Let's Playen würde Sabi eher weniger. Ich glaube, sie wäre dann auch so eine Livestream-Persönlichkeit, sage ich mal. Aber dazu bräuchte sie, glaube ich, erstmal einen besseren Rechner. Oder besseres Internet, so rum. HBK hat keine Freundin, er hat 3. Was? Oh, dankeschön, Rissmacher. Das, sowas freut er natürlich zu hören. Ich weiß nicht. Ich denke, meine Stimme ist okay. Aber egal. Opfer ohne Friends. Sag nicht, ich habe keine Freunde. Ich habe nur keine Freundin. Wo habe ich bitte schon 3 Freundinnen? Das würde ich jetzt gerne mal wissen. Tja, wenn Sabi gerade nicht da ist, muss ich wohl die ganze leckere dampfende Kanne Kaffee allein austrinken. So, ein Ärger aber auch. Wirst du wohl tun, ja. Denn Sabi wird sich, denke ich mal, bei mir dann melden, wenn sie fertig ist. Aber das wird nicht vor 20 Uhr passieren. Denn sie macht noch ganz in Ruhe die Verlosung fertig. Und das könnte noch 1-2 Minütchen dann dauern.
Ich auch nicht. Welcome to the Single Club. Irgendwann gewöhnt man sich halt dran. Aber das ist auch gar nicht so schlimm. So. Kann ich Sabi ja berichten, dass wir hier geschippt worden von Cookie. Wie gesagt, unser gemeinsamer Name wäre dann, unser Ship-Name wäre dann Fail Bishi. Das haben wir schon untereinander ausgequatscht. Einfach weil uns langweilig war, habe ich das Gefühl. Ich habe keine Ahnung warum. Aber wie komme ich jetzt da oben am besten zum Iglu wieder hin? Das ist für mich gerade die Frage. Mit dem Panzer, das habe ich ja gerade verkackt, weil ich wieder weggesprungen bin. So, dann gucken wir mal. HBK, das ist bereits geschehen. Was ist geschehen? Deshalb hasse ich den Valentinstag. Och. Kannst du mal ein BLG Backwards Long Jump machen. Könnte ich theoretisch machen, ja. Dann bräuchte ich dafür natürlich auch die dementsprechende Situation, wo der nötig wäre, sage ich mal. Das Problem ist halt, wir haben die unendliche Treppe nicht mehr, dadurch, dass ich jetzt mehr als 70 Sterne habe. Das habe ich aber gezeigt mit der unendlichen Treppe, dass man da auch so hoch kommt. Halt mit dem Backwards Long Jump. Also ich kann's. Ich brauche dann zwar vielleicht manchmal ein, zwei Ansätze, aber ich kann den. Okay, kann ich mich jetzt einfach hier irgendwie auf das Iglu fallen lassen oder so? Was? Was? Zwei Challenges noch. Du schaffst das schon, Kiki. Viel Erfolg. Ich glaube an dich. Dankeschön, Amitsubasi. Wäre auch ein bisschen blöd, wenn er irgendwie euch einen Stream anguckt, von wo ihr bei dem Streamer die Stimme nicht mögt. Das wäre nämlich ein bisschen kontraproduktiv, habe ich das Gefühl. Ich mag Streams, die nicht 100 Millionen Zuschauer haben. Hier ist es viel gechillter, das stimmt allerdings. Hier ist es wirklich immer relativ entspannt. Hier sind selten zu viele Zuschauer oder Leute, die im Chat großartig rumspammen oder so. Du kannst aber, glaube ich, mit Speedrun-Strats da auch springen. Ja, ich weiß die Speedrun-Strats nur gerade nicht genau. Oh, du redest? Habe ich gar nicht mitbekommen. Hm? Oh mein Gott! Der redet auch noch, der spielt und redet. Was denkt der sich denn dabei? Hat er irgendwie keine Hobbys, als dass er sich die ganze Zeit hier... Der redet doch eigentlich nur mit sich selbst die ganze Zeit. Ihr seid alle nur in meiner Fantasie. Ihr entsteht alle nur durch eine Menge Fantasie. Nein, man muss den Charakter mögen. Ja, stimmt. Irgendwie alles von jedem irgendwie etwas. Ich bin nicht gut darin. Ich sag mal so, den Schneemann habe ich ja schon gemacht. Reden und spielen? Idee-Abo. So, von wo komme ich da am besten hin? Da von der Seite runterspringen? Nee. Ich kann mir das aber hier auch nicht ordentlich in Ruhe angucken, habe ich das Gefühl. Uah! Na, natürlich hat das jetzt nicht funktioniert. So, sehr gut. Und Mikbla, du hast mich nicht mehr abonniert. Weil das kann man hier auf Twitch gar nicht. Sei denn, du meinst bei YouTube, dann folgt alle mir auf YouTube. Bester Kanal seit Gronk. Nein, keine Ahnung. Hi, Mate. Come to Australia. Rissmacher, du bist Australier? Wusste ich gar nicht. Kennst du die Alien-Nebenquest in Majora's Mask? Ich schaffe die nicht. Schon 10-mal probiert, aber die Idee ist cool. Du musst einfach die Zeit verlangsamen. Es gibt ja den... Es gibt ja den Song. Song of... Also den, dass die Zeit halt ein bisschen langsamer läuft. Und damit soll es eigentlich recht gechillt sein. Du musst nur immer die, also auf die schießen, die am nahesten bei dir dran sind. Und nicht die irgendwie weit weg sind, sondern immer nur den, der am nahesten dran ist. Und das soll wohl relativ
einfach machbar sein. Ich bin jetzt kein Majora's Mask Experte, aber das ist das, was ich gehört habe. Yes! Geschafft. Was, ey? Kein D-Abo, sondern ganze Familie fragen. Und ob Abo. Was? Was, ey? Kein D-Abo, sondern ganze Family fragen, ob Abo. Ah, okay. Hymne von Kronos heißt der Song. Ah, alles klar. Ich benutze Epic Nick Blast Skills auf Doom und deabonniere dich auf Twitch und YouTube, obwohl ich dich gar nicht abonniert habe. Alter, jetzt dreht er durch, der McBlar. Jetzt rastet er aus. Wenigstens magst du viele Spiele, obwohl du nicht gerade der Beste bist. Na, ob ich der Beste bin oder nicht, sagt ja nichts darüber aus, ob ich ein Spiel mag. Aber trotzdem, ich will der Allerbeste sein, wie keiner von mir war. Und failst. Er hat failen, ist keine Ahnung, das macht mich irgendwie aus, habe ich das Gefühl. Man hat mir nicht umsonst den Titel Fail-Lord gegeben. Man hat mich sogar zum Fail-Lord erhoben. Das Mask muss ich auch schon mal spielen. Habe ich auch noch nicht gemacht, Kiki. Muss ich zugeben. Ich sag mal so, ich besitze es auch nicht, aber von daher. So, theoretisch muss man mit der Kappe hier nämlich den Stern im Iglu holen. Deswegen schau mal im Iglu nach. Mr. McGroove. Smooth McGroove oder was? Der ist cool. Also ich bin's nicht, also ich bin die Smooth McGroove. Ob ich cool bin oder nicht, das müsst ihr mir sagen. Ich will Euroköpfe zerdrücken. Was sind was für Euroköpfe? Ist das nicht hier sogar denn der letzte Stern, den ich überhaupt hier habe? Dann brauche ich die. Ich habe die Kanone gar nicht gebraucht. Wow. Ich frage mich nur, ob ich jetzt noch überhaupt an genug Münzen rankomme. Ach, Euro, okay. Das ist schon wieder was anderes. Da hinten war noch ein. Hier ist noch einer. Ah, hier sind sogar noch zwei Gegner. Genau passende Münzen. Unglaublich. Da, 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 da. Was? Ich frage einfach nicht. Smoother als The Queen. Oh Gott. The Queen, du willst mich jetzt tatsächlich mit The Queen vergleichen. Nee. The Queen hat einen wesentlich besseren Afro auf jeden Fall als ich, wenn ich jetzt gerade an den richtigen denke. So einen Afro würde ich, glaube ich, niemals hinbekommen, aber egal. 90 Sterne, here we go! Yeah! Speichern und weiter! Ne, wir sind doch... Yep, wir sind auch hier durch. Damit haben wir 11 Welten schon abgeschlossen. Nice. Der Vergleich liegt doch total nahe. Auf jeden Fall. Total. Guckt mein Power-Afro. Guckt ihn euch an.